Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JB Performance GmbH. Wir sind ansässig in Dortmund in der Klöne Straße 89 und wir bauen unseren RB26 wieder auf. Da ist der alte Kollege. Der ist... Hier ist der neu gebrauchte, günstig gekauft, es gibt nicht viel am Markt, Block. Ja. Ich wusste natürlich, dass da ein, zwei Mängel an dem Block dran sind und die wollte ich euch mal eben etwas zeigen. Also wir haben jetzt hier einen RB26 gekauft mit geschmiedeten Kolben, aber Serienpleuel. Das ist eine Kombination, die finde ich persönlich schon sehr, sehr komisch. Weil warum macht man geschmiedete Kolben und Serienpleuel? Weil das Serienpleuel in dem Zug echt schon Sinn macht. Aber es ist so drin. Da wir nicht super viel Leistung vorhaben, werden wir das auch so beibehalten. Wir fahren die Serienpleuel weiter. So, kommt mal näher ran. Seht ihr diese kleinen Detonationslöcher hier? Genau, jetzt gibt es ja verschiedene Theorien, wie diese Dinger entstehen. Denn wir haben diese Detonation minimal auf der 1, auf der 2 relativ stark, auf der 3 ähnlich wie auf der 2 und 4, 5 und 6 nicht. Jetzt muss man wirklich versuchen, ein bisschen räumlich zu denken, also ein bisschen vorzustellen, was so ein Motor macht. Wir beschleunigen hoch und der zündet auch in seiner Zündreihenfolge, wie es ihm vorgegeben ist, zündet er auf den einzelnen Zylindern in diesem Brennraum. Jetzt ist der Punkt wie folgt: Wie schafft er es, da Punkte rein zu hämmern, die ja aussehen, als ob was durch den Motor gegangen ist. Die eine Variante ist, es ist vielleicht was durch den Motor durchgegangen, doch die Chance, dass das wirklich nur auf 1, 2, 3 passiert und dann 4, 5, 6 wieder nicht, weiß ich nicht. Ist schwierig nachzuvollziehen, weil die Ansaugbrücke sich wieder sammelt. An den Ventilen sind keine Schäden zu sehen, aber diese Detonationspunkte sind auch am Kopf zu erkennen. Jetzt gibt es andere Theorien und zwar, der Motor, der Kolben fährt nach oben, er will gerade verdichten und wenn ein Motor klopft, ist er ja in der Verdichtungsphase, wo der Kolben nach oben fährt, zündet das Luft-Benzin-Gemisch sich selbst, will sich auseinanderdehnen, aber der Kolben sagt, nein Digga, ich habe noch so und so viel Grad Kurbelwellenumdrehung, ich gehe weiter nach oben, bumm, und dann knallt's. So, wenn das zu punktuell passiert, können auch solche Detonationspunkte da entstehen. Jetzt werden sich viele streiten. Meiner Meinung nach gibt es auch, sehe ich die zweite Variante realistischer als das, was durch den Motor gegangen ist. Weil, wenn man sich mal wirklich, das können wir jetzt relativ schlecht filmen oder euch zeigen, aber wenn so eine Zündung, eine unkontrollierte Zündung so passiert oder auch eine kontrollierte, gibt es ja wie bei einem Donnereinschlag einen Punkt, wo das startet. Und dieser hat so viel Kraft, gerade in der Verdichtungsphase, dass der in der Lage ist, diesen Kolben so zu verletzen. Jetzt kann man sagen, ja Jean-Pierre, machst du das denn neu? Nein. Ich sehe als beste Theorie, dass wir in diesem Fall einfach Zündspulen und Einspritzdüsen auf einzelnen dann schön reinigen, weil meistens passiert es bei serienmäßigen Motoren dann, wenn einfach das Luft-Benzin-Gemisch in dem Moment nicht passt. Zu mager, zu fett, Kerze nicht, irgendwas passt nicht. Und so kann das passieren. Ein anderer Punkt, der auch sein könnte, ist, wenn die Ventile nicht ganz schließen. Versuchen wir mal vorsichtig zu kippen, weil das sind Tassenstößel, die hier drin sind. Also keine Hydrostößel bei einem Skyline-Motor. Hast du einen kleinen Magneten für mich? Die müssen genau eingestellt werden. Das heißt, wenn du den Motor jetzt rüber kippst, kleine Anekdote an den Herrn Pieper, warum Herr Pieper immer in meinem Herz bleiben wird. Ich habe beim 350Z Köpfe eingemessen. Das dauert teilweise relativ lange, weil Ersatzteile von anderen Tassenstößeln zu kriegen ist sehr, sehr schwierig. Also macht man Folgendes. Du hast hier unten diesen Topf. Nimmst minimal was weg, bis du auf das richtige Maß kommst. Warum müssen diese Tassenstöße genau eingestellt werden? Weil die Nockenwelle hier drüber läuft und der einzelne Hubzapfen darf nicht zu weit weg sein und nicht zu nah sein. Weil wenn der zu nah ist, der einzelne Hubzapfen, steht das Ventil immer minimal offen. Wenn es zu weit weg ist, hat er immer eine gewisse Schlagenergie auf den Tassenstößel und zerhämmert dir nach einer gewissen Laufleistung den Tassenstößel. So, da stelle ich schön ein und fahr zu einem Pieper und sagt, ey, kannst du mal Kopf abdrücken? Der Pieper nimmt den Kopf, dreht ihn um und alle Tassenstößel fallen aus. Er guckte mich liebevoll an und lachte. Und ich sagte zu ihm, mh. Und dann sagte er, ja, kannst du ja mitnehmen neu einstellen. Liebe entstand in diesem Moment. Wisst ihr eigentlich, wie lange ich ihn schon kenne? Hast du schon mal erzählt, ja. Krass, ne? Das ist lang, ja. Ich kenne Björn Pieper noch, da waren wir beide Kinder. Das ist echt krass. So, Tassenstößel. Deswegen, die tun wir jetzt wieder hier rein. Tassenstößel haben auch einen weiteren Vorteil, wenn die Ventilfeder genug Dampf hat, bist du bei einem Tassenstößel in der Lage, höhere Drehzahlen zu fahren als bei einem Hydrostößel. Ein Hydrostößel ist irgendwann an einem Punkt angekommen, wo der Öldruck in dem Hydrostößel nicht schnell genug wieder aufgebaut werden kann und der Hydrostößel fängt an zu flattern und bleibt leicht offen stehen. Okay, wenn die Nockenwelle immer wieder drüber fährt. Was würdest du sagen, Manni, ab wann Hydrostößel ab 8000? Dann hätte ich auch gesagt, 8, 8,5. Sagen die irgendwann, pass auf, Digga, ich schaffe meinen
Wiederholungsprozess nicht so schnell, dass ich mit voller Spannkraft das Ventil auffangen kann und zufangen kann, weil das Hubschluss einfach kollabiert. Ja. Und dann hast du halt keinen Saft mehr drin. Ja. Hingegen Tassenstößel haben ja einen kontinuierlichen Kontakt. Diese Kontaktfläche liegt direkt auf dem Kopf. Das ist schon das Ventil hier. Dieser Mittelpunkt hier, das ist schon das Ventil eigentlich. Ja. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn das so schön eingemessen ist, liegt das ja schön an. Und wenn dann die Spannkraft der Ventilfeder genug Zug hat, ist das ja ein sehr hochdrehzahlfestes Konzept. Es ist schön anliegend. Dazu kommt das Einmessen. Der Tassenstößel muss genau passieren zu einer richtigen Temperierung, weil das erwärmt sich ja. Erwärmt sich das ganze Prinzip, dehnt es sich aus. Dehnt es sich aus, nicht richtig eingestellt, steht das Ventil wieder offen. Steht das Ventil wieder offen zu einem bestimmten Zeitpunkt, bei hohen Drehzahlen, hast du ja den Verbrennungsdruck und die Verbrennung an sich. Und die geht oben an der Ventilteller wieder vorbei, am besten machen wir ein paar Bilder rein, und schneidet dir oben den Ventilkopf wieder ab. Ja, weil das wie so ein Schneidbrenner passiert. Weil wir haben sehr viel Sauerstoff überhalb des Ventils. Und wir haben eine hohe Verbrennung unterhalb des Ventils. Und das ist ja genau das, was du nicht willst. Und deswegen muss das Ventil halt sehr gut schließen. Kommen wir hier auf den Punkt hier oben. Da haben wir die ähnlichen Detonationspunkte, wie auf dem Kolben zu sehen sind. An den Wänden von den Zylindern ist nichts zu erkennen. Zum Beispiel, wo ich angefangen habe, mit Motoren rumzubasteln und zu schrauben, habe ich ja einfach keinen gehabt, der mir was sagte. Ich dachte, du kommst aus der Lego-Welt. Jeder Lego-verfickte Baustein ist gleich. Ja. Du denkst dir, ja, okay, ich nehme Tassenschlüssel raus, tue ich einfach wieder einen rein. Und dann habe ich erkannt, ich weiß gar nicht, ob die hier mal so markiert sind. Sind die gar nicht. Die vom GTR und 3.0 haben zumindest schon mal Zahlen drin. Okay. Und da habe ich gemerkt, oh, da steht 0,34, 0,28. Hat gar keine Reihenfolge. Hat das vielleicht eine Logik? Und dann findest du halt raus, wie das alles so funktioniert. Aber learning by doing. Und wenn du es halt falsch einbaust, der wird angehen. Der klackert vielleicht ein bisschen und der wird auch laufen. Aber wenn du dann Vollgas gibst, ist es ganz schnell vorbei. So, jetzt sehen wir auf dem hier, dass wir da unten die Verletzung sehen am Kolben, auf der 3. Siehst du das? Mhm. Aber die Zylinderlaufband, die Wand, hat sie nicht. Ist auch relativ logisch, weil dieser Punkt, wo das passiert, da ist der Kolben eher in dieser Position. Kurz vor OT. Und selbst da haben wir dann auch keine Verletzung. Trotz alledem bin ich mit dem Kauf und dem Motor eigentlich so ganz zufrieden. ARP-Stehbolzen waren auch alle dabei, ne? Wir haben Stehbolzen dabei gehabt. Aber gibt es da nicht eventuell ein Problem, dass die Verbrennung, die Explosion quasi auf eine falsche Beschichtung, also auf eine untere Beschichtung direkt trifft und nicht mehr auf die Beschichtung obendrauf, die quasi dafür sorgt. Wie meinst du? Welche also der Kolben ist ja beschichtet oben, oder? In diesem Fall nein, das ist der rohe Schmiedekolben. Okay. Das, was hier ist, sind einfach Rückstände, das ist keine Beschichtung, das kann man so abkratzen. Ja. Weil wenn dann so eine Detonation da drauf ist, dann kann es ja sein, dass die Beschichtung quasi übergangen wird. Dass die Explosion quasi auf eine untere Schicht geht, die eigentlich dafür gar nicht gemacht ist und das nicht aushält. Und der Kolben dann reißt oder kaputt geht oder sonst was. Ja. Also ein Kolben, der reißt zum Beispiel, ist meistens in Verbindung mit einem abreißenden Ölfilm. Die Belastung, die der Kolben hier bekommt, ist von oben, ist eigentlich nicht mechanisch. Das ist Hitze. Die Belastung vom Kolben am Kolbenhemd und an der Wand ist mechanisch. Und da ist in der Lage, wenn der Ölfilm zum Beispiel reißt und es ist kein Öl wirklich da, dann ist das Pleuel ja da, was ja gerade hochgeschubst hat, macht ja jetzt so. Und zieht jetzt runter. So, jetzt zieht der runter, Kolbenbolzen, hängt wie ein Mann. Haben wir Motorteile irgendwo? Nein, ne? Gerade offen. Und der Kolbenbolzen ist zum Beispiel ein Mann. Der Kolbenbolzen sagt, Digga, ich halte das aus. Pleuel sagt, ich eigentlich auch. Und das Kolben sagt irgendwie so, das Kolben ist ja eigentlich rund und macht dann so. Und dann bricht ein Kolben. Und jetzt kommt's. Manche Kolben, wenn die brechen in manchen Situationen, bleiben im Block. Und ganz ehrlich, manche gebrochenen Kolben fahren weiter. Wir hatten zum Beispiel mal einen Motor, das war ein R32, den wir auf Turbo gemacht hatten. Da war die Kurbelwelle gebrochen. Und die Kurbelwelle war gebrochen und der Wagen fuhr weiter. Warum? Der war so gebrochen, wie so ein Diamantbruch, hatte der so viel Kontakt, Verzahnungsstellen. Und der Motor dreht sich ja immer in eine Richtung, dass er sich immer in die eine Richtung drehte. So, wir hatten die Ölwanne abgemacht, weil einfach dementsprechend Vibrationen und Geräusche entstanden. Haben dann mit dem Kipphebel die Kurbelwelle in die andere Richtung gedreht. Und auf einmal siehst du, wie die Kurbelwelle sich öffnet. Da guckst du sehr doof. Ja, glaube ich. Weil du denkst, was ist denn jetzt los? Ne? Weil die eine Hälfte drehte sich in die andere Richtung und die andere Hälfte blieb stehen. Eine Kurbelwelle zum Brechen zu bringen, muss man aber auch schon. Da muss Boost. Eigentlich ist immer Boost zur Schuld. Also bei einem Saugmotor, wenn Saugmotor kaputt geht, war er zu mager.
Wenn er nämlich zu fett ist, läuft er einfach scheiße, das merkst du als Besitzer. Aber wenn der Saugmotor zu mager ist und zu viel Drehzahl und der Ölfilm reißt aus, dann stirbt er. Aber Boost hat ganz andere Möglichkeiten. Und das will ich euch auf dem Channel auch so ein bisschen vermitteln. Viele sagen, oh, Jobel, wir warten auf 3 Bar Lagerdruck im GTR oder sowas. Das Ding ist einfach, Boost ist King. Aber Boost ist eine zerstörerische Macht, die ist echt Wahnsinn. Und es ist so toll, wie die Autoindustrie 1-Bar-Motoren so standfest macht für so viel Kilometer. Und 1 Bar ist ja auch schon, ab 1 Bar geht's los. Mhm. Ne, sagen wir mal so. Und ja, wenn der Hass wirklich kommt, dann also ab 2,5, 3 Bar. Und 1-Bar-Motoren gehen ja schon. Aber Leute, 3 Bar ist, da kann alles passieren. Da, ja. Und wenn man dann sieht, das ist ja derselbe Block, wie wir im R34 fahren. All dieser Boost, all diese Power, die dich da vorne katapultieren. Mhm. Warte. Siehst du das? Hier denkst du, oh, guck mal, ist doch viel Block. Nein, das ist ein Wasserkanal. Siehst du das hier? Hier. Das ist so dick, Digga. Und noch was. Das ist nicht so dick. Da ist nochmal ein Wasserkanal drumrum. Ja, die Wände sind, das ist nicht viel. Und du musst halt irgendwie kontrolliert mit einem sauberen Luft-Benzin-Gemisch die ganze Rotze abwärts kriegen. Kolben darf nicht schmilzen. Der darf nicht mit so einer Wumse nach unten gehen, dass der Ölfilm unten in der Lagerschale abreißt, die Grotze unten nicht mehr rumkommt um eine Kurve und dann rotzt der nämlich die ganze Kurbelwelle nach unten raus. Und all das muss irgendwie funktionieren. Und die meisten Leute wollen ja, also ganz ehrlich, 100.000 Kilometer hält er nicht aus, der Motor. Digga. Ja, also viele, gerade so einen Motor. Ich habe diesen Motor so oft schon in meinen Händen gehabt und ich hasse ihn. Ich weiß nicht, wie viele Köpfe ich gekauft habe. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich gekauft habe. Deswegen war ich auch so verwundert, dass der Markt einfach nicht mehr so da ist. Früher bin ich bei ebay.co.uk, England reingegangen, Block gekauft, 6 Tage später war der da, fertig. Jetzt. Als ob ich falschen Begriff oben eingehe. Also es ist wirklich einfach alles weg. Aber der Motor hat unheimlich viel Charakter, unheimlich viel Style. Und wenn der rausbeschleunigt, der Sound, das ist echt geil. Dagegen ist so ein VQ38 aus dem R35 echt ein Kackholz. Aber die meisten jungen Leute jetzt feiern das zu Tode. Das ist schon echt, das ist echt. Aber das ist echt scheiße. Muss man auch sagen. Weil man will jetzt aus dem alten Motor, wo ich viele Male gefahren bin, waren 500, 600 PS Ultra. Wenn du jetzt 500 PS in so ein Ding baust, dann darfst du mal mitfahren vielleicht, aber unter 1000 brauchst du hier gar nicht einen dicken Max machen. Und jetzt ist einfach so, alle wollen immer mehr. Aber der Kackblock bleibt der gleiche. Damals in Magazinen, wo der RS4 rauskam und du hattest einen mit 650 PS, die Leute haben applaudiert. 1000 da drauf. Und dann machen die Leute so, er flippt alle, geht ganz gut, ne? Ne, und da will ich einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass es halt alles echt auch dumm ist. Weil man Material nimmt, das ja gar nicht dafür gemacht ist. Guck mal wie schmal so ein kleiner Kopf ist. Ja. Der kriegt all den Hass, der von unten nach oben geballert wird, ne? Kriegt der bei 8500 Umdrehungen, ja, kriegt er das hier im Sechser-Orchester unter die Fresse geballert. Ja. Und dann müssen diese kleinen Jungs hier, die kleinen süßen Stehbolzen, müssen irgendwie händeringend diesen verdammten Kopf auf diesem Rotzblock halten. Fantastisch. So. Stehbolzen, das, Ventile abdrücken, genau, weil die Ventilsitze müssen ja sehr, sehr fein sein, weil das die Oberfläche vom Ventil. Was macht ihr? Das ist ziemlich unstabil. Ausländer. Wer hat denn den gebaut? Den haben wir gekauft. Ja, wenn der komplett durchschweißt da unten komplett. Ja, einmal alles durchschweißen. Weißt du oder wer? Ja, ich kann das auch machen. Wäre auf jeden Fall ein ganzes Video wert. Das ist doch nur die Maske an, oder nicht? Ja, und fertig. Ja. Wie Burger machen, ne? Das klebt dann. Ist ja auch nur Feuer draufschmeißen, fertig. Ja, das ist ja auch alles. Ja. Das bisschen kriege ich noch hin, oder? Ja, klar. Ja. Ja. Ventilsitze. Ja. Das Ventil fährt immer wieder auf und zu und muss halt genau in seine Position zurück. Und umso besser der Ventilsitz ist und die Ventiloberfläche, umso sauberer sie ist, umso besser ist halt das Verhältnis des Luft-Benzin-Gemisches im Brennraum. Weil diese 4 Ventile hier in diesem Fall pro Brennraum sorgen dafür, dass das hermetrisch quasi abgeriegelt ist. Von unten über den Kolben und die Kolbenringe.
Ja, den Feuersteg, Kolbenringe, die halt dann von unten abdichten. Und oben die vier Ventile sind zu. Und die sorgen dafür, dass dann von oben per Zündkerze nicht durch eine Selbstdetonation oder Selbstzündung das Luftbenzin gezündet wird. Wenn der Ventilsitz nicht genau sauber ist, was auch oftmals passiert, wenn ein 75-70 PS Auto die ganze Zeit nicht guten Sprit fährt, Ablagerungen lagern sich ab an den Ventilen ohne Ende, dann kann das auch zu großen Konsequenzen führen bei kleineren Motoren. Das ist nicht immer nur gedacht für die großen Rennmotoren, sondern es geht halt auch einfach an die normalen Motoren. Wenn der Ventilsitz nicht wirklich drin sitzt, ist das scheiße. So. Ich würde vorschlagen, das genug zum Thema RB26. Wir schleudern den jetzt erstmal eine Runde zusammen. Was fehlt uns eigentlich irgendwas? Wir haben Kopfdichtung, wir haben Stehbolzen, wir haben die Ölwanne mit einem Differential, richtig? Ja. Wir haben eine Ölpumpe, N1 Ölpumpe. Zahnriemen, ist das schon bestellt? Nein, Zahnriemen fehlt. Haben wir einen alten hier irgendwo noch rumfliegen? Ja. Ah, hier. So. Der Zahnriemen geht nachher hier unten drüber. Und der sorgt dafür, dass das Timing zwischen Kurbelwelle und den Nockenwellen oben halt dementsprechend stimmt. Der muss natürlich auch dementsprechend neu. Und diese N1 Ölpumpe. Diese Ölpumpe ist so wie so eine Art exzentrisches Bauteil, was sich linear, also in der linearen Führung, ein exzentrisches Bauteil, was sich dreht. Und durch diese Bewegung, die es dann macht, ja, verdrängt es auf einer Seite immer wieder Öl und somit pumpt es das Öl in den Motor rein. Ich denke, das ist der Grund, warum dieser Motor hier oben kaputt ging. Das war der Motor, der vorher drin war. Der hat eine Standardölpumpe drin. Und die RB26 Leute kennen das wahrscheinlich und das ist eine N1 Ölpumpe. N1 war so die modifizierte Version bei den RB26 oder bei Nissan allgemein. Facelift quasi? Nee, schon so wie AMG. Ah, okay. Vielleicht. Genau, wir hatten eine N1 Wasserpumpe und eine N1 Ölpumpe. Und die Rotze kommt dann da rein. Hat jemand was vergessen? Ich denke, man hat so schon einen ganz guten Überblick, oder? Ja, auf jeden Fall. Können noch einmal im Umdrehen. Dann sehen wir einmal die serienmäßigen Pleuel. Kurbelwelle Original. Pleuel Original, aber Kolben halt geschmiedet. Verdichtung kommen wir nahezu auf ein ähnliches Verdichtungsverhältnis. Nicht ganz, aber in die Gegend. Was aber heutzutage nicht ein riesengroßes Problem darstellen sollte. Und dann wird ja auch normal wieder als Biturbo betrieben und nicht als Singleturbo. Wie beim 34er, der war ja auch Biturbo. Wir übernehmen einfach nur gewisse Komponenten von einem Motor zum anderen, bauen ihn zusammen und dann kommt der hier wieder rein. Und dann bekommt er auch ein neues Kleid und Design, weil er wird wirklich ganz anders. Ich möchte das Auto nicht mehr so mit Stretch und so, weißt du? Sondern das soll jetzt, aber nicht so viel Power. Nicht so viel Power. So, okay? Okay. Kann ich tschüss sagen? Könntest tschüss sagen, ja. Okay, weil ich muss jetzt nämlich wieder arbeiten.